So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Leicht genervt und mit etwas Tränen in den Augen habe ich es jetzt geschafft. Es sind, wenn ich richtig gezählt habe, 43. Was ein Krampf. So, hoffen wir mal, dass die Jungs hier schnell mal ein paar Pferde ranbringen, dass das Hippodrom sich hier... Ich brauche nämlich 8 Pferde, um betrieben zu werden. Oh, 4 Pferde stehen schon zum Rennen bereit. Das ist kein Problem für mich. Wahrscheinlich aus dem Stall hier. Oh, da kommen noch ein paar Pferde. Wie schön. Wie viel habe ich jetzt? 5. Na gut. Was soll's? Darf ich noch ein Pferd? Lauf jetzt bitte nicht von hier darüber und hol das Pferd. Oh mein Gott. Ach nee, vielleicht tut doch einfach das Pferd. Dann wären es schon 6. Ja, nur das Pferd, dann wären es 6. Jetzt losschicken. 12 Skulpturen. Bam, bam, bam. Los geht's. Mal kurz am Überlegen, die hier alles, das hier alles abzureißen. Um hier weiter aufzubauen. Aber. Ist halt keine Option. Wenn ich nochmal Krieg führen muss und so, dann... Jetzt sind 6 Pferde. Hier sind 2. Hol sie dir einfach. Hol dir einfach Le Pferde, bitte. Das ist wieder 1. Aha. Naja, gut, was soll's. Sonst kann ich den ja wieder abreißen. Den brauche ich nicht. Na, was soll's. Gut. Dann haben wir schon mal 2 von 4 fertig. Die Pyramide des Pantheon ist auch bei 77%. Da können wir mal runter gucken. Aha, so sieht's aus. 77%. Das sind noch Marmorplatten, schwarze Marmorplatten, Holz, Skulpturen, Urukai. Das habe ich alles. Das sollte kein Problem sein. Hier haben wir jetzt 6 von 8. Okay. Da kommt Nummer 7. Und währenddessen wird Nummer 8 schon gezeugt. Das ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe, das Hippodrom wird auch super. Und warum haben sich die blöden Kackbratzen zurückentwickelt? Hier, meine lieben Freunde von der Armee, warum habt ihr euch zurückentwickelt? Weil die Bewohner von einem Kurator unterrichtet werden wollen. Habt ihr eine Macke oder was? Ihr könnt euch verpissen, alle, wie ihr da steht. Junge, Junge, Junge. Ihr Luschen. So, wir haben jetzt hier 7. Da kommt damit Nummer 8. Und dann können wir endlich, endlich loslegen mit dem Hippodrom. Das Hippodrom bringt auch ein bisschen Kohle, wenn ich mich richtig erinnere. Also schätzt sie mehr, ist auch in Ordnung. Kriege ich auch noch hin. Ach ja. Aber ich bin jetzt zufrieden, dass das jetzt endlich geklappt hat. Aha, ein Kurator. Geht doch. Hallo Kurator. Geht doch. Na gut, so, jetzt haben wir hier 8. Da, es fängt doch schon an, jetzt losschicken. So, da ist Ziel und Ende. Aha, interessant, so. Geht das mal los. Das Hippodrom erwirtschaftet 60 Drachme pro Monat. Wow. Hippodrom-Ziel erreicht, ich bin begeistert, so. Ein toller Start. Das Hippodrom ist fertiggestellt und die Pferde laufen ihre Rennen. Die Neuigkeit, dass es spannende Rennen in ihrer Stadt gibt, ist weithin bekannt. Ihre Verbündeten haben begonnen, bei den Rennen zuzusehen und freuen sich, dass sie von ihren Bürgern so gastfreundlich aufgenommen werden. Fremde wie Einheimische kaufen Erfrischungen und Souvenirs und ihre Verbündeten wie auch ihre Bürger haben eine bessere Meinung von ihnen. Sehr gut. Ich will jetzt mal was sehen hier. Wo laufen dann die Pferdchen? Pferdchen lauft. Stadien, so ganz gesund. Pferdchen, lauf doch mal. Ich will die laufen sehen. Was ist denn da los? Ich brauche keine Rüstung. Ich will die Pferde hier laufen sehen.
Hallo? Dann nicht. Gucken wir mal, wie weit die Pyramide ist. Aha. Was fehlt dir noch? Wahrscheinlich kommen jetzt die ganzen 14 Skulpturen. What the fuck? Ah, Holz kommt jetzt, okay. Na gut. Aber wir müssen die Ränge ja auch voll sein mit Menschen. Aha. Es geht los. Wow, wie das losgeht. Krass. Aber die Tribünen sind komplett leer. Hier, niemand guckt zu beim Pferderennen. Wie langweilig. Da sind welche und da sind welche. Und da sind auch welche. Wow. Was auch immer er tut. Krass, wie spannend. Oha, der gewinnt hier. Zack, gewonnen. Hammer. So, alles klar. Jetzt lieben mich wieder alle. Außer ich fange jetzt wieder Krieg an. Aber wer macht das schon? Junge, 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 Junge. Marmor. Zwei Platten schwarzer Marmor und 14 Skulpturen noch. Okay. Ich glaube, ich muss mich mal hier drehen. Ach so, okay. Damit schaffen sie das nach oben. Ich verstehe. Na gut. Hoppala, das wollte ich nicht. Sambrose habe ich gestohlen. Ja, genau. Das ist zu 80% fertig und ich habe eine Bevölkerung von. Also, wenn wir mal kurz hochrechnen. Ich habe hier 4, 8, 12, 16, 20, 24. Was bist das denn für? Was soll denn das hier? Wolle? Warum bringt dem Typen niemand Wolle? Geht doch. So. Also. Hier passen immer 60 rein. 60, 120, 240. 240. Ich brauche noch 1600. Das wären dann 8 Blöcke davon. Okay, danke. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also nochmal genau so ein Ding bräuchte ich. Genau so ein Ding bräuchte ich. Wo baue ich das hin? Im Ernst, wo baue ich es hin? Oder ich bin einfach ein bisschen einfallsloser. Und baue einfach etwas einfacher. Zack. Und zack. Und zack. So. Ach, Kinas. Ich könnte nicht abwarten. So. Und hier kommen jetzt mal Architektenbüro hin und Wasser später. So, und jetzt noch mal 1, 2, 3, 4, zack. Wieder umrandet. So, und nochmal. 1, 2, 3, 4. Zack. Später. Eigentlich brauche ich sie gar nicht, aber egal. So, dann wären jetzt hier im Außenring wären jetzt einfach die Slums, weißt du? Richtig, richtig billig. Zack. Und dann baue ich hier noch ein bisschen mehr so, genau.
Dann baue ich hier jetzt noch eine Angora rein, dass die Nahrung kriegen, dass sie sich einmal oder zweimal weiterentwickeln. Lebensmittelhändler und natürlich auch den Wollhändler nicht vergessen. So. Das wird nach hier hin durchgezogen. Also dann mache ich hier auf der Seite, glaube ich, auch. Scheißegal. So, das ist genug Holz für euch. Zum Abschlagen, das reicht. So, dann baue ich hier jetzt nämlich nochmal Silo. Lagerhaus, Lagerhaus. Für Olivenöl und für Wolle. Wolle, 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 Wolle. Genau. So. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Knapp 4. Okay, ich könnte hier noch welche hinbauen. Tatsächlich. Baue ich den nämlich hier hin. Baue hier den hin. Nimm den wieder weg. Zack. Also 4 habe ich schon mal. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich 5. 1, 2. Können wir mal 1, 2 hinbauen. Sind. Jetzt habe ich 6. Tatsächlich. Wobei hier hinten wird die Angora nicht hinkommen. Und das wäre noch nicht genug. Also. Also, weiß ich. Die haben jetzt 16. Das ist noch nicht so viel. Zack. So und so und so und so. Aber andererseits gefällt mir das ganz gut hier, was wir hier machen. Wollen wir mal ein bisschen Slums machen? Warum nicht? So, auch hier Lebensmittel und Wolle sollte reichen. So, ich brauche ja noch immer noch Mitarbeiter. Haben wir hier immer noch einen Vierer ran und hier können wir noch einen hinbauen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Mir und mich selbst, wir müssen gleich ganz dringend Dings bauen. Hop, hop. Danke. Das hier und das hier. Ah, wir kommen jetzt an die 4000 ran. Das ist in Ordnung. Allerdings ist es hier auch schon wieder voll. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch einen langen hin. So, genau. Dann kommen hier noch welche. Oh, verpiss dich da weg. Oh ne, warte, dann bauen wir ihn so rum. So rum. Hier noch zwei hin. Und dann bauen wir hier noch eine Angora rein. Quatsch. Mit einem Lebensmittel und einem Wollhändler.
Ich glaube, den Wollhändler brauche ich wirklich nicht hier. Ich glaube, denen ist scheißegal, ob sie... Wobei, ich könnte sie irgendwie noch unterrichten lassen. Ich glaube, ich reiß den hier ab und baue hier eine Bibliothek hin. Zack, Bibliothek. Zack, Bibliothek. Zack, Bibliothek. Zack, Bibliothek. Und hier oben brauche ich bestimmt noch mal eine Dings. Nee, das geht nicht. Dann baue ich wieder alles zu. Doch, das könnte jetzt... 4200, das sieht recht gut aus, tatsächlich. Ihr lauft und holt Nahrung, perfekt. Später. So, wie sieht das hier aus? Pyramide ist zu 97% fertig, dann können wir nochmal runter gucken. Aha, so sieht das aus. Ich verstehe. Später. Und Pock. Pock, Pock. Zwei Skulpturen fehlen noch. Interessant. Das sieht ja witzig aus hier. Na gut, dann bringt man nochmal die zwei Skulpturen. Dann sind wir, haben wir quasi auch schon gewonnen. Würde ich mal behaupten. Ich meine, hier kommen ja noch ganz viele Leute rein. Kann sich nur entwickeln, wenn das Haus attraktiv wird. Das ist kein Problem für mich. Wenn die hier 24 drin haben, dann ist das schon in Ordnung, finde ich. Und hier haben die sogar... Oh, die haben noch Platz für 24. Die haben hier sogar 32 drin. Da kommt mal ihr ganzen Einwanderer. Wie sieht das hier aus? Wir haben wieder Arbeitslose. Dann drosseln wir mal das Lohnniveau. Perfekt. Hat wirklich gut geklappt. Bis jetzt. Die Jungs kriegen kein Wasser. Dann gebe ich denen noch mal Wasser. Hier, Jungs. Haben Sie hier stabilere Gebäude gesehen? Also hier ist wieder stolz. Genau. Pyramide des Pantheon fertiggestellt. Sehr schön. Das hätten wir auch geschafft. Sehr gut, so. Dann brauchen wir jetzt noch 500 Einwohner mehr. Und dann sind wir durch. Schon wieder 200.000 Drachma. So, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Es wächst und wächst. Tribute zahlen. Ja, da stehe ich drauf. Oha, wir sind bei 900. Jetzt wieder bei 700. Seuche ausgebrochen. Oh nein. Musste ja nochmal passieren, ne? So, wir sind jetzt wieder bei 800. Die Seuche ist weg. Da kommen noch ein paar. Kommen vielleicht noch irgendwo ein paar. Ja, da kommen noch ein paar. Dann Geschwindigkeit wieder runter auf 90%. Und die letzten Sekunden genießen. Bis 94, 5000. Ha. Bevölkerungszahl 5000 erreicht und überall Häkchen dran. Herrlich. 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 Mal kartentechnisch gucken. Hammer. So viel haben wir jetzt noch mehr. Aus Prinzip baue ich jetzt noch ein Steuerbüro. So. Und hier auch hin. Warum? Der Augenblick ist gekommen. Das köstliche Ambrosia hat mich unsterblich gemacht. Allerdings hätte ich etwas Nektar vertragen können, um es runterzuspülen. Nun werden mich alle Götter des Olymp als Gott willkommen heißen, während du zum alleinigen Herrscher des Königreichs Atlantis gekrönt werden sollst. Ich hege keine Zweifel, dass du Atlantis ein weiser Herrscher sein und mich vielleicht sogar übertreffen wirst, wenn ich diese Welt hinter mir lasse. Bedenke alles, was ich dich gelehrt habe. Und vergiss niemals, die Symphonia Itikos zu achten. Ich werde stets über dich und Atlantis wachen. Übrigens bin ich recht zufrieden mit der Pyramide des Pantheon. Ganz besonders gefällt mir meine Skulptur, die du in Auftrag gegeben und dem mächtigen Bauwerk hinzugefügt hast. Gut gemacht. Danke, wie lieb von dir. Meine herzlichsten Grüße. Mit Freuden kann ich konstatieren, dass mir die Unsterblichkeit gut bekommt und mir die göttlichen Taten wohl von der Hand gehen. Wie ich sehe, passt
die Herrscherkrone wie angegossen. Du regierst das Königreich Atlantis meisterlich. Und deine Onkel, die allesamt über eigene Königreiche herrschen, haben mich wissen lassen, dass deine Verdienste sie mit Wonne erfüllen. Doch am besten ist das gute Beispiel, das du deinem Volk bietest, indem du die Symphonia Ithikos achtest. Ganz Atlantis steht zu dir. Wir Götter könnten mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Mit dir am Steuer geht Atlantis einer strahlenden Zukunft entgegen. Ich bin stolz darauf, dein Vater zu sein. Sehr schön. Mensch, wir haben das Spiel beendet. Ich bin begeistert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe beim Hypodrom ein bisschen geflucht, das gebe ich zu. Ich habe auch ein bisschen genervt rumprobiert, dann nach der Aufnahme, um das hinzukriegen. Aber ihr habt ja gesehen, es hat trotzdem noch irgendwie gepasst, obwohl ich meine halbe Produktion oben kaputt gemacht habe. Mir hat das Spiel sehr gefallen. Natürlich ist ja, ne, eins meiner Lieblingsspiele. Ich hoffe, euch auch. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich wieder ganz viele coole Aufbauspiele spiele. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Like, kommentiert und weiß ich nicht alles. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.